Der exklusivste Club Deutschlands. Ich habe keine Ahnung, was wir uns darunter vorstellen können. Also ja, ist klar, den exklusivsten Club Deutschlands. Aber was daran jetzt so spannend ist, dass man dem ein ganzes Video widmet, und zwar das Simplicissimus, den ein ganzes Video widmen. Wir gehen mal rein da. Das hier ist ein Heizkraftwerk. Es wurde Anfang der 50er gebaut, um die Hauptstadt der DDR mit Wärme und Strom zu versorgen. Heute strömen jedes Wochenende tausende Menschen an seine Türen, um nächtelang zu feiern. Das Berghain gilt. Aber wenn da tausende von Leuten hinkommen, dann ist das ja nicht so exklusiv, oder? Wenn tausende von Leuten da reinkommen? Es ist einer der exklusivsten Clubs der Welt. Wir sind leider nicht cool genug, um reinzukommen. Dafür können wir das Berghain aber animieren. Ich spare mir jetzt mal sämtliche Sprüche, aber ich glaube, es geht sehr vielen Nerds sehr, sehr ähnlich. Dachte, es ist Lego. Genau darauf wollte ich hinaus. Was passiert in den mysteriösen Räumen? Wie haben die Betreiber es geschafft, ein altes Kraftwerk in einen der geheimnisvollsten Clubs der Welt zu verwandeln? Aber so geheimnisvoll und exklusiv kann es doch nicht sein. 1000 Leute kommen dahin, aber 100 kommen rein. Ah, okay, okay, ja, das ergibt Sinn. Wisst ihr, was daran lustig ist? Der Typ auf dem Bild ist über 1,87. Ich würde ihm nur bis hierhin gehen ungefähr. Dieses Video ist zuerst auf Englisch auf dem Kanal unseres guten Kumpels Hoch erschienen. Wir haben es übersetzt und noch einige Details hinzugefügt. Das ist Anna. Sie will ins Berghain. Anna ist 23. Berghain, die Nacht von Samstag auf Sonntag, 1 Uhr nachts. Jalla. Und kommt aus der Nähe von Stuttgart. Ihr Vater arbeitet bei Daimler. Ihre Mutter ist traurig, weil sie nur noch so selten anruft. Vor einem Jahr ist Anna nach Berlin gezogen. Sie studiert Kunst und Philosophie, aber auf Lehramt, weil sie es ihrem Vater versprochen hat. ChatGPT, beschreibe mir die Klischee-Stereotyp-Berlinerin. In ihrem Rucksack sind mehrere Outfits. Sie lebt in einer WG in einem Altbau in Charlottenburg. Wenn die Party gut ist, bleibt sie bis Montagmorgen. Mit dem Rucksack will sie den Türstehern zeigen, dass sie sich auskennt. Sie fröstelt langsam in ihrer schwarzen Netzstrumpfhose. Hä, nach dem voll warm, oder? Zweiten Weltkrieg wurde Berlin in Ost und West geteilt. Nicht nur politisch, sondern auch städtebaulich. Weite Teile Berlins lagen in Trümmern und mussten neu errichtet werden. Der Wiederaufbau wurde zu einem architektonischen Kräftemessen zwischen den beiden politischen Systemen. Im Westen wurde der Kurfürstendamm zu dem modernen Vorzeigeboulevard. Cafés, Restaurants, Kaufhäuser, in den Schaufenstern die neuesten Produkte. Im Osten lag der Alexanderplatz. Von dort aus planten die DDR-Eliten ihren eigenen pompösen Boulevard, die Stalinallee. Die Stadt ist in Struktur und architektonischer. Ja, das ist Cap. Das ist eindeutig Fake. Ich bin diese Straße schon so oft lang gefahren. Das ist doch Frankfurter Tor, oder? Ich blamier mich jetzt nicht. Das ist Frankfurter Tor, oder? Ich bin diese Straße so oft lang gefahren. Die war noch nie so leer, Digga. Das ist Cap. Die Straße gibt's nicht in leer. Die gibt's nur in Stau und in Hupen. Gestaltung, Ausdruck des politischen Lebens und des nationalen Bewusstseins des Volkes. Die Stalinallee wurde nach sowjetischem Vorbild geplant. Monumental, repräsentativ, weitläufig. Breite Straßen, viele Bäume, Restaurants, Kinos, Cafés und eine U-Bahn. Helle und geräumige Wohnungen, Heizungen, warmes Wasser und sogar Kühlschränke. Wohnpaläste für das Proletariat. Um die Stalinallee mit Strom zu versorgen, brauchte es ein Kraftwerk in der Nähe. 1955. Ich habe gerade schon wieder ganz vergessen, worum es in dem Video geht. Ich war jetzt gerade so hart drin in der Historie von unserem Land. Ich habe ganz vergessen, es soll ja auf so einen Club hinauslaufen. Stimmt ja, da war ja was. Ich war gerade so voll. Aha, interessant. Boah, ist das nicht krass? Bis vor 30 Jahren war unser Land einfach gespalten. Ist das nicht krass? 50 wird das Heizkraftwerk an der Rüdersdorfer Straße fertiggestellt. Eine halbe Stunde später. Anna kann die Tür sehen. Um reinzukommen, muss sie unbedingt ihren Vibe als existenziell angehauchte Kunststudentin beibehalten. Man darf ihr auf keinen Fall ansehen, dass ihr Vater ihr monatlich 1000 Euro überweist. Vor ihr steht eine Gruppe englischer Touristen. Gut, denkt sich Anna. Die Engländer werden nicht reinkommen. Danach werden sich die Türsteher freuen, wieder eine schwarz angezogene Kunststudentin reinlassen zu können. Was ne Kacke, Digga. Nach dem Mauerfall ist die Wirtschaft der ehemaligen DDR und Ostberlins komplett zusammengebrochen. Auch Westberlins Wirtschaft war nach jahrelanger Isolation unterentwickelt.
Das wiedervereinigte Berlin ist auch heute noch ziemlich arm. Paris ist das Wirtschaftszentrum von Frankreich, London von Großbritannien, Madrid von Spanien. Berlin ist anders. Hier gibt es keine Bankenviertel, keine großen Autohersteller, kaum Industrie. Die Stadt kann wirtschaftlich mit vielen anderen deutschen Großstädten nicht mithalten. In Berlin herrscht die zweithöchste Arbeitslosigkeit aller Bundesländer. Das ist knapp 10%. Wild. Was? Am niedrigsten ist Hessen. Hessen hat die niedrigste Arbeitslosenquote? Ich lass das jetzt mal unkommentiert, ja? Stimmt, Bayern ist gar nicht dabei. Aber das ist ja auch nur Deutschland, ne? Es tut mir so leid. Aber dafür ist Berlin edgy. Nach dem Mauerfall gab es in Ost-Berlin plötzlich etliche verlassene Gebäude, die von jungen Menschen besetzt wurden. Nach Punk galt Techno als die neue Musikrichtung in der Untergrundszene. In ganz Berlin wurden illegale Techno-Partys veranstaltet. Boah, jetzt muss ich aber kurz durchatmen. Was war das denn? 1998 wird in der Lagerhalle eines ehemaligen Güterbahnhofs das Ostgut eröffnet. Es stammt aus dieser Kultur der totalen Improvisation, dem Berlin der 90er, wo man sich leere Räume genommen hat und die bespielt hat und sie irgendwann wieder verlassen hat. So eine Art Hausbesetzer-Ethos. Und das galt auch fürs Ostgut, das eine Fabrikhalle im Nirgendwo war. Die Musik im Ostgut war anders. Harter, dunkler Techno. Mit seinen Partys bat es auch einen Safe Space für die Berliner Schwulenszene. 2003 musste das Ostgut schließen und Platz für die millionenschwere O2 World Arena machen. Die Betreiber brauchten ein neues, leerstehendes Gebäude. Anna kann den Türsteher sehen. Sie und das Berghain trennt jetzt nur noch eine Gruppe betrunken. Storytelling-technisch ist es eine sehr coole Idee, das Video so aufzusplitten. Auch für die Abwechslung, für die Watchtime, dass man länger dranbleibt. Man hat so diese mehreren Story-Arcs, die so parallel laufen. So werden Filme, so werden Serien und so weiter immer produziert, ja. Aber in dem Video irgendwie verwirrt mich das, ne? Ich will gar nichts über Anna sehen hier. Kack mal auf Anna, Digga. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht in der Main-Story. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber dieser Anna-Story-Arc ist mir so egal. Ich will die Main-Story weitersehen. Unkener Engländer. Vor ihnen steht der vermutlich bekannteste Türsteher Deutschlands, Sven Marquardt. Niemand, mit dem man diskutieren will. Ihr entscheidet das jetzt, Freunde. Was sagt es über mich aus, dass ich noch nie von einem Sven Marquardt gehört habe und nichts damit anfangen kann? Ihr bewertet das. Ich lade euch jetzt dazu ein, mich zu verurteilen. Okay, der Chat sagt nur, kenne ich auch nicht. Der introvertierte Chat und der introvertierte Matti, der hier. Keiner von uns geht in Clubs. Die englische Gruppe versucht es trotzdem. Oi, alright, mate. Guten Tag, mein Freund. Heute nicht. James, what does he mean? Heute nicht. Mates, are you taking the mickey? Nein. We've been waiting out here for fucking hours, we... Does he mean we should come back at 9? Zwei Türsteher aus Svens Team schaffen die Engländer aus dem Weg. Anna sieht glücklich aus. Zu glücklich. Sie muss sich zusammenreißen. Sie denkt an ihre letzte Beziehung, die ihr Ex-Freund unbedingt öffnen wollte. Oder an den Moment, als ihre Kunstprofessorin meinte, ihre Bildsprache sei noch etwas unterentwickelt. Jetzt sieht ihr Gesicht wieder unglücklich und edgy genug aus, um... Ey, ich feier ja so ziemlich jedes Simplicissimus-Video, ne? Aber dieser Anna-Story-Arc, ey, die verlieren mich gerade. Was ist das denn jetzt? Ich bin gerade kurz vorm Skippen. Ich will wissen, wie es weitergeht jetzt. Um ins Berghain zu kommen. Sven hat schon im Ostgut gearbeitet. Seine harte Tür ist nicht nur Marketing. Ich habe die Verantwortung, das Berghain zu einem sicheren Ort für Menschen zu machen, die eben deshalb kommen, weil sie Musik mögen und feiern wollen. Der Club hat sich aus der Berliner Schwulenszene der... Das ist er ja. Noch nie gesehen in meinem Leben. ...90er entwickelt. Es ist mir wichtig, dass wir etwas von diesem... Wartet. Seid ehrlich, oder? They're the same picture. Also alle, die Nein schreiben, setzt mal eure Brille auf. Digga, das ist einfach... Steh. Stays Opa? Bruder, was für Stays Opa? Das ist Stays großer Bruder. Der ist aber nur 3 Minuten älter, das sind Zwillinge. So, weiter. Erbe bewahren, dass es sich immer noch wie ein einladender Ort für die Gäste von damals anfühlt. Es gibt ein paar Grundregeln, wenn man ins Berghain will. Keine großen Gruppen. Gut benehmen, Respekt zeigen, nicht zu laut reden, nicht besoffen sein, die DJs kennen. Nicht zu laut reden? Wie soll man denn in einem Club, wo Musik auf 69 Millionen Dezibel läuft, wie soll man denn da flüstern? Schwarz angezogen sein kann helfen, muss aber nicht. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Am Ende kommt es vor allem auf eins an, den richtigen Vibe. So wie bei Anna.
Annas Vibe ergibt sich aus einer komplizierten Bindung zu ihrer abweisenden Mutter, zwei dysfunktionalen Beziehungen, einer abgebrochenen Gruppentherapie, ekstatischen Erfahrungen auf diversen Berliner Tanzflächen und einem konstanten Gefühl von Weltschmerz. Digga, ist einfach, wie gesagt, KI-generierte Beschreibung einer Klischee-Berlinerin, ne? Ach, in der Schlange war das gemeint mit Flüstern. Ah, okay. Genau das, was Sven für seinen Club braucht. Er nickt und lässt sie rein. Als Anna an der Kasse mit Karte zahlen will, wird sie abgelehnt. Damn, denkt sich Anna, ich bin mal wieder broke. Da erinnert sie sich, dass sie diese nice Banking-App mit Echtzeitüberweisung hat. Oh, Junge. Was ein Übergang in die Werbung. Dank Revolut kann sich Anna sogar am Wochenende in Echtzeit Geld schicken lassen. Ihr Papa, der früher nie da war, ist auch bei Revolut, deshalb reicht ein kurzer Anruf und der Abend ist gerettet. Aha, ist aber nur zwischen Revolut-Konten möglich, gut zu wissen. Revolut ist eine digitale Bank mit weltweit mehr als 40 Millionen Nutzern. Über unseren Link kannst du dir die App herunterladen, in nur wenigen Minuten ein... Okay, ihr wisst Bescheid, Grundprinzip jetzt verstanden, Rabattcode und so weiter und jetzt hier noch eine coole Aktion. Ich weiß, die Placements auf gebaut sind. Weiter. Kostenlos die App herunter und sicher dir on top noch 20 Euro. Leute, 20 Euro haben oder nicht haben. Kuss an Revolut, dass ihr dieses Video möglich gemacht habt und damit ja auch mein Video möglich gemacht habt. Weiter im Text. Euro Willkommensbonus. Wenn wir vom Berghain reden, geht es um diesen Abschnitt des Gebäudes. Es gibt auch die sogenannte Halle auf der Rückseite mit einem separaten Eingang. Dort finden aber aktuell keine Veranstaltungen statt. Der Gebäudeteil, den wir Berghain nennen, besteht eigentlich aus vier verschiedenen Clubs, jeder in einer anderen Etage. Im Erdgeschoss befindet sich der Club Säule. Er wird immer donnerstags bespielt. Im ersten Stock befindet sich das eigentliche Berghain mit dem Hauptraum. Hier läuft der harte, Berghain-typische Techno. Die Decken sind 18 Meter hoch. Hier steht... Das ist ein bisschen weniger als bei mir. Okay, ich kann es mir ungefähr bildlich vorstellen. Ja, weiter. Steht auch die angeblich beste Soundanlage der Welt. Die Partys gehen in der Regel von Samstagnacht bis Montagmittag. Manchmal... Bis Montagmittag? Imagine, du kommst montags zur Arbeit, komplett besoffen. Was ist denn bei dir los? Sorry, ich war bis vor 5 Minuten noch feiern. Auch bis Dienstag. Darüber liegt die Panorama-Bar, wo leichtere Hausmusik gespielt wird. Sie öffnet schon Freitagabend. Ab Samstagnacht ist sie mit dem Berghain verbunden. Der vierte. Das heißt, man könnte theoretisch von Donnerstag bis Dienstag durchfeiern, wenn man es richtig anstellt. Das ist wild. Club liegt im Keller und heißt Laboratory. Dort gelangt man nur über einen versteckten Eingang an der Nordseite hin. Okay, das ist cool. Das Lab ist ein Sexclub für schwule Männer. Ist trotzdem cool, dass der einen Geheimeingang auf der Nordseite hat. Hi, wollen wir da mal hin? Nächstes Tomatolix-Video hatte ich auch gerade im Kopf. Das Code reicht, je nach Party, von Gummi bis nackt, nur Schuhe. Ich geh doch nackt mit Socken. Ich glaube, der Quantensprung zum Berghain war, dass sich die Macher gedacht haben, wenn wir jetzt nochmal einen Club aufmachen, dann machen wir es richtig. Jedes Detail ist genauestens und liebevoll durchdacht. Von den Geländern, an die man sich auf eine bestimmte Art bequem anlehnen kann, bis zu den Garderobenmarken, die du nicht verlieren kannst, egal wie breit du bist. Die Betreiber haben für den Ausbau das Architekturbüro Studio Carhartt engagiert. Die Aufgabe, aus einem heruntergekommenen DDR-Heizkraftwerk den perfekten Raum fürs Feiern schaffen. Das Berghain soll den Spieltrieb der Menschen ansprechen. Thomas Carsten und Alexandra Er... Ja, es ist prinzipiell schon cool. Ich kann nur mit dem Feiern nichts anfangen, ne? Also es geht nichts über einen chilligen Abend. Also angenommen, du willst jetzt nicht mal nur so alleine, sondern wirklich mit Freunden. Du triffst dich mit deinen Freunden. Es geht doch nichts über chillig auf der Couch sitzen, Essen bestellen, Ding-Dong, das Essen kommt, Aioli vergessen, der Lieferant kommt nochmal, sorry, ich habe das Aioli vergessen. Ihr haut euch auf die Couch, ihr ballert euch das Essen rein, auf der Glotze läuft irgendwas Cooles, dann schnappt ihr euch die Controller, zocken, dann wird's ein bisschen später, dann schnappt ihr euch Wizard oder Phase 10, Bruder, rastet komplett aus, Freundschaften gehen in die Brüche. Zum Schluss noch mal eine Runde Mario Kart zum Versöhnen. Nur dabei ist noch ein letztes Mal die letzte Freundschaft zerbrochen. Und dann pennt man oder geht nach Hause, wie auch immer. Ganz ehrlich, das sind die besten Nächte. Es braucht nicht mehr. Tanzen ist doch mega. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, wenn ich noch Anfang 20 wäre. Aber ich bin ja jetzt 30, Bruder. Ich habe ja Level 30 freigeschaltet, verstehst du? Bin 37? Okay, dann bin ich raus. Hast du auch Kinder vielleicht? Vielleicht liegt's daran? Klar. Okay, dann sind wir echt einfach sehr unterschiedliche Menschen. Erhard sind die beiden Architekten hinter dem Berghain. In diesem SZ-Interview erzählen sie ausführlich von ihrer Arbeit.
Den Link findet ihr in der Beschreibung. Das Berghain wirkt teilweise wie ein Labyrinth. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. Verwinkelte Sitzecken, halboffene Kammern, Darkrooms, eine Getränkebar aus Hartgummi, einen Garten, eine Eisbar. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Dieses Video fühlt sich anders an als sonst. Warum fühlt sich dieses Video so anders an? Stimmt, das Video ist ja vom Kollegen übernommen und übersetzt und okay, ja, das erklärt's eventuell. Ihr habt absolut recht, das erklärt es. Aber das ist genau das, was mich so verwirrt. Dieser Vibe von diesem Video ist so anders. Auf der einen Seite brauchen die Besucher Nischen und Rückzugsräume. Menschen sind Höhlenbewohner und mögen enge Situationen. Auf der anderen Seite brauchen sie freie Bewegungsflächen, die ein geschmeidiges Durchcruisen erlauben und Räume, wo sich die Gäste präsentieren können. Gleichzeitig sollen sich die Besucher instinktiv zurechtfinden können. Es gibt kaum Sackgassen. Aus jedem Winkel eines Raums kann man wieder hinausfinden. Auch die Toilettenräume sind so gestaltet, dass man im Kreis um die Kabinen laufen kann. Außerdem müssen sich unterschiedliche Menschen in sehr unterschiedlichen Bewusstseinszuständen bequem durch die Räumlichkeiten bewegen können. So kann man es formulieren, ja. Ein Club ist wie ein Kindergarten. Man muss mit dem Unerwarteten rechnen. Das Berghain ist entsprechend konzipiert. Es gibt genügend Sitzmöglichkeiten und Absturzsicherheit. Ja, okay, das ist wirklich cool. Ich kann halt nur überhaupt nichts anfangen damit. Aber es ist voll cool. Die Handläufe der Treppengeländer wurden so abgerundet, dass man keine Flaschen darauf abstellen kann. Die Löcher in den Gitterrosten sind entweder so klein, dass man den Finger nicht hineinstecken kann, oder so groß, dass der Finger nicht stecken bleiben kann. Das ergibt alles so Sinn! Die meisten Sitzbezüge, besonders die in den Darkrooms, sind aus Kunstleder. Das ist nicht nur günstig zu ersetzen, sondern auch einfach abzuwischen. Wenn Getränke verschüttet werden. Nur darum geht's, oder? Die Toilettentüren sind so hochgesetzt, dass man darunter hergucken kann, falls Besucher beispielsweise bewusstlos werden sollten. Okay, in der Situation ergibt das Sinn, ja. Einige der Türen sind mit Gummi gefüllt, weil ungeduldige Toilettenbenutzer teilweise dagegen schlagen. In den Kabinen selbst finden sich weder Spülkästen noch andere horizontale Flächen, um Drogenkonsum einzuschränken. Smart. Anna ist aber nicht im Berghain, weil sie das Design der Toilettenkabinen interessant findet. Es gibt andere Gründe, die den Besuch besonders machen. Fotografieren ist im Berghain verboten. Es gibt keine Spiegel. Aggressives Flirten ist ein No-Go. Die DJs stehen auf keinem Podest, sondern sind auf Augenhöhe mit den Besuchern. Es gibt kaum Gästeliste, keinen VIP-Bereich, die Getränke sind nicht besonders teuer. Der Tee im Berghain kostet 2016 gerade einmal 1,50 Euro. Ja, 2016, Bruder, der ist dann ja heute bei 8 Euro oder so. Inflation, mein Jung. Da kann man echt nicht meckern. Einer Studie aus dem Jahr 2023 zufolge gilt der Club im Preis-Leistungs-Verhältnis sogar als günstigster Club Deutschlands. Okay, das ist krass. Ich habe nichts gesagt. Menschen werden reingelassen, weil sie zum Charakter des Clubs passen, nicht weil sie wichtig sind. Elon Musk, damals reichster Mann der Welt, soll 2022 nicht ins Berghain gekommen sein. Der Club schafft es offenbar, eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Das können wir weder recherchieren noch animieren. Wollen wir auch gar nicht. Am Ende ist das Berghain vieles. Eine Spielwiese für Erwachsene. Eine Techno-Kathedrale. Das ist sehr, sehr, sehr nice und das ist ein sehr cooles Werbevideo für diesen Club. Mir geht es jetzt emotional so. Ich fand dieses Video so cool, dass ich es mir gerne mal von innen angucken würde, es auschecken würde, um zu sehen, ob das stimmt, was die hier sagen. Aber dann realisiere ich, okay, für mich ist das halt gar nichts. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass von den 1 Million Menschen, die das jetzt hier gesehen haben, das Video, dass es da definitiv den einen oder anderen geben wird, der jetzt nur dahin gehen wird, wegen dieses Videos hier. Ein international angesehener Musiktempel. Ein völlig ungehemmter Safe Space. Ein Überbleibsel eines repressiven DDR-Regimes. Die betongewordene Edginess Berlins. Und am Ende natürlich auch einfach ein ziemlich stabiler Ort zum Feiern. Cheers. Ja, war auf jeden Fall ein sehr spannendes Video, aber ich mochte den Vibe nicht. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich es mir wünschen, dass Videos nicht weiterhin von dem Kanal so genommen übersetzt und so. Ich weiß nicht, irgendwie dieser Vibe, das ist nicht ganz Simplicissimus. Irgendwas daran hat mich massiv irritiert.
Checkt das Ganze natürlich gerne trotzdem auch selbst aus. Liebe geht raus an Simplicissimus. Dankeschön, dass ich euren Content klauen durfte, um selbst Content zu machen. Das ist natürlich immer wieder freundlich. Aber ja, irgendwas war weird an dem Video. Klar, es ist jetzt vom anderen Kanal und so, aber ich kann euch nicht wortwörtlich beschreiben, was genau ich weird fand daran. Aber irgendwas war irritierend. Und hier geht es zum letzten Simplicissimus-Video. Hier wurde beschrieben, wie Kim Jong-un reist und das Ganze mit seinem Panzerzug. Ja, klickt einfach rein, dann wisst ihr nämlich, warum das einfach ein Panzerzug ist.